Hallo und herzlich willkommen zurück. Tag X ist gekommen. Das Finale beginnt. Wir legen uns schlafen. Kein Weg zurück. Jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Jetzt ist es soweit. Die letzte Ruhe vor dem Sturm. Nachdenklich. Zögerlich. Wie konntest du schlafen, Elizabeth? Ängstlich. Mit so einer Last auf den Schultern. Und du, Rust? Ohne deine Familie? Silence? Bist du da? Geister werden mir auch nicht helfen. Hauptquest abgeschlossen. Der drohende Schatten. Trophäe erhalten von allen Verbündeten. Ma'am, es gibt Zeichen aus dem Westen. Der Sonnenkönig erwartet dich im Tempel der Sonne. Neue Hauptquest. Das Antlitz der Vernichtung. Es ist soweit. Der Schatten liegt über uns. Lagerfeuer vielleicht? Truppen, die sich für den langen Marsch zu den Stadttoren sammeln? Das ist kein Lagerfeuer. Was denn dann? Maschinen. Das Ende. Oder zumindest der Anfang davon. Oh shit. Alles mit für den letzten Krieg. Seine besten Maschinen. Und diesmal wird er selbst mitkämpfen. Die Todbringer, die du meintest? An die Waffen! An die Waffen! Sofort! Bei der Sonne, tut, was sie sagt! Bereit und geladen! Alle von euch, bereit zum Feuern! Wird der Beschuss sie aufhalten? Das werden wir herausfinden. Oh shit. Was eine Kraft. Was eine Power. Du Arsch. Hilf's! Nein! Versammel die Garde und schick Verstärkung. Aloy, Mann, nein! Wir brauchen die Waffen. Er wird dich erledigen. Nicht dieses Mal. Kampf 1 hat Helis gewonnen. Doch dies ist unsere Rache. Du hast mich lange genug geärgert. Das Antlitz der Vernichtung. Rede mit Harald. Na, Kleiner? Blute für dich. Der Krieg hat begonnen. Warum kämpfst du? Aua! Das Ende ist unausweichlich. Gib mir die Waffe! Ich will diese Waffe! Gib mir diese Waffe! Kleine Missgeburt. Jetzt hör doch mal auf! Akzeptiere es! Akzeptiere deine Schwäche! Ach, shit! Ich konnte die Waffe nicht benutzen! Halt ihn auf Abstand! Nahkampf ist ja zu gefährlich. Ja. Hab schon gemerkt. Auf dich wartet nur ewige Nacht. Das Pferdchen kommt nicht. Meridian muss sich rot färben, um geläutert zu werden. Thank you.
Wenn die Todbringer weiterfeuern, stürzt die Brücke ein. Das ist, glaube ich, unser geringstes Problem. Stirb, Junge. Kommt der kaum Schaden? Die Brücke hält das nicht mehr lange aus. Vernichten wird. Ich bin auserwählt. Du kamst aus dem Nichts. Kleine Arschkrampe. Verdammt. Ich darf ihn nicht zu nah ranlassen. Ja, leichter gesagt als getan, wenn die Brücke schon kaputt ist. Und als nichts wirst du sterben. Wir haben kein Feuer dabei. Jetzt würde ich hier die Explosion benutzen. Geil. Das Ding ist explodiert. Eine Wilde kann das Schicksal nicht begreifen. Komm doch. Komm, Junge. Wir waren jetzt selbst eine Explosion, aber egal. Halt ihn auf Abstand. Nein. Toll. Wir kämpfen nur gegen ihn und haben schon keine Heilung mehr. Also kein Blümchen. Schnell. Ich glaube, dass er der Stärkste ist. Stirb unter der Sonne. Oh. Fuck. Das kann nicht sein. Wie knapp war das denn? Ich bin der Auserwählte. Du bist ein Niemand. So sollte es nicht sein. Nichts hiervon sollte so sein. Nichts hiervon sollte so sein. Du bist schuld daran. Dein blinder Gehorsam, deine vielen Morde. Und wofür? Um auf Knien zu sterben? Als Spielzeug benutzt von einer Macht, die du nicht begreifen kannst? Du hast Mitleid mit mir? Du bist ein Niemand. Kehr dein Gesicht zur Sonne. Zum Berg. Helis ist erledigt. Das wird zu schwer. Hallo Berg. Was mir jetzt ein bisschen Sorgen macht, ist, dass wir einfach mal unsere ganze Heilung bei ihm, beziehungsweise unsere ganzen Tränke und alles verbraucht haben bei ihm. Shit. Da ist jemand von uns. Für Meridian! Halte die Stellung! Wo werde ich gebraucht? Gib sie mir! Geh an eine Kanone! Auf den Plattform! Feuer! Damage.
erst die Stufe 50 erreicht. Ich muss auf eine andere Plattform. Okay. Mach ich. Sollen wir jetzt hin? Was ist unsere Aufgabe? Verteidige den Berg. Wieder an die Waffen! Westen! Wieder an die Waffen. Kurze Ausflugpause. Gegen den Fetten und gegen die Kleinen haben wir gute Chancen, aber wenn die scheiß Grauhabichte kommen, dann haben wir ein Problem. Also die Grauhabichte sind richtig hässlich. Müssen wir auf die Fresse. Eine Angriffspause! Schenkt die Waffen, aber seid wachsam! Einmal kurz Luft holen und sich wappnen. Ja, mein Freund.
hier. Los. Stier. Bis jetzt. Nein! Ein verdorbener Sturmvogel. Meine größte Sorge ist hier. Das, wovor ich mir am meisten gefürchtet habe, ist wahr geworden. Er ist hier, aber mit der Kanone geht's. Noch eine Runde. Nein! Drei auf einmal. Was ist? Oh shit. Die
Brücke wird fallen. Oh shit. Erledigt. Am Boden. Die Maschine kommt auf uns zu. Und zieht irgendwas mit sich. Aloy! 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 Bei der Urmutter, du lebst. Ich dachte, du wärst tot. Die anderen, sind sie... Nein, nein, zurückgeschlagen, verwundet, aber am Leben. Die Maschinen zerstörten das Dorf und zogen weiter. Sie marschierten zum Turm, dieses Ding im Schlepptau. Pass auf die anderen auf, Tab. Ich muss gehen. Alter! 5 Punkte. Das ist jetzt dein perfekter Ernst. Gerade so uns am Leben gehalten. Ich will aber jetzt Heilung. Wenn das Spiel uns schon sowas hier gibt. Aua! Sie sind ein Maschinen. Hier gehöre ich her, Aloy. Aber der Turm ruft nach dir. Wohin du jetzt gehst, kann ich dir nicht folgen. In den Tod. Kämpfe beim Turm weiter, Aloy. Meridian wird standhalten. Oder meine Ehrenabzeichen bedeuten nichts. Ich vertraue dir, mein Freund. Halte die Stellung. Wir ziehen in den Krieg. Der Tod. Es werden noch mehr Gegner erwarten. Und Hades. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Gut, dass hier viel Heilung liegt. Warum habt ihr euch gegenseitig bekämpft? Verstehe ich gerade nicht. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Alles mitnehmen, was wir bekommen. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Ja, deshalb sammeln wir mehr ein. Hier ist die Kleine. Oder der Kleine. 150 Meter. Und dort wartet bestimmt kein Kaffee und Kuchen auf uns. Wenigstens gibt es hier viele Heilkräuter. Ich
begonnen. Scheiße. Hades sendet jetzt. Noch mehr Maschinen. Hades hat gewonnen. Fußball! Maschinen, die vergraben und zerstört waren, kehren jetzt zurück. Wie damals, als der Krieg begann. Und sie fangen wieder an, die Biomasse zu essen. Das Signal abgesetzt hat, muss er durch die Verteidigung gekommen sein. Die Nora. Erendsgarde. Ich musste auch. Erend, ich hab dir vertraut. Warum hast du dich jetzt beschützt? Junge. Ich hab mein Leben für dich gegeben. Ich hab nur gewollt, dass du sie auffällst. Wieso hast du sie vorbeigelassen? Jetzt werden noch mehr kommen. All was wir jetzt gesehen haben, war nur Vorgeplänkel. Denn jetzt ist der Turm aktiviert. Und der Zugang frei. Seine Leute. Und für uns war nicht mein Eingang zu blockiert. Hä? So. Ich muss einmal drum rumlaufen. Das kann nicht stimmen. Ich sollte Westbereich umgehen. Verlassen. Warum kann ich jetzt so rum um den Berg laufen? Willst du jetzt verarschen oder was? Das Spiel, ey. Ist doch fucking scheißegal, ob ich rechts oder links lang laufe. Übrigens kann ich hier nicht hochheben. Jetzt geht's auf einmal. Das war doch der Weg zu Petra. Nein! Alter, zum Glück. Ich muss weitergehen. Los! Weiter! Ich wusste, es wird nicht leicht. Leicht. Alter. Also, weiter jetzt. Immer weiter. Wie Oli Kahn schon sagte, es muss immer weitergehen. Hä? Aber hier geht's nicht weiter. Das kann nicht der Weg sein. Jo. Aber wie? Es geht ganz schön schnell. Jetzt mal, wie weit wir zurückfallen, wenn nicht, war es das für diesen Part. Dann spiele ich bis zu dieser Stelle gleich weiter und dann gucken wir, wo es weitergeht.
klar, wir sind wieder ein paar Meter zurückgefallen hier. Deshalb, ich spiele jetzt gleich bis zu dieser Stelle. Ich esse jetzt erst nochmal was. Übrigens ist Level 50 das höchste Quest-Level, was man erreichen kann. Auch sehr schön. Das Finale hat geil begonnen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Jetzt wieder als Let's Play Horizon Zero Dawn. Mit den letzten 3-4 Folgen, denke ich mal. Dieser ist ein... Da ist der Turm. Nehmen wir schon mal Abschied von diesem wunderschönen Spiel. Ich werde versuchen, das ein oder andere Blümchen zu sammeln. Bis gleich. Ciao.